Hallo meine Lieben, hier ist wieder die Cindy von Freyas Orakel und Wegweiser. Ja, in meinem heutigen Wegweiser geht es darum, warten auf den Herzensmenschen, richtig oder nicht richtig. Ja, bei dem Thema warten auf den Herzensmenschen, auf dein Gegenüber, wenn sich das Gegenüber nicht meldet oder wenn man keinen Kontakt zum Gegenüber hat, ist immer ganz schwierig zu sagen, weil jeder Mensch befindet sich ja in einer ganz, ganz anderen Position und Situation mit seinem Herzensmenschen. Die einen haben vielleicht Streit oder irgendwelche Unstimmigkeiten, Missverständnisse oder auch andere Sachen, die noch geklärt werden müssen. Wieder andere wurden vielleicht betrogen, da ist der Herzensmensch mit jemand anders abgehauen, sage ich jetzt mal so. Und wieder andere haben ein komplett anderes Thema, die kennen vielleicht ihren Herzensmenschen noch gar nicht, ihr Gegenüber oder Wunschpartner, ja, nennen wir es auch mal Wunschpartner mit, und wissen auch nicht, ob da jemals was kommt. Ja, auf die Frage, warten oder nicht, würde ich immer sagen, guck auf dein Gefühl, was sagt dir dein Gefühl? Willst du noch warten oder willst du nicht mehr drauf warten? Ich finde immer, wenn ich jetzt nach mir gehe und nach meinen Erfahrungen, dann würde ich so eine Parallele nehmen, also so eine Neutralität, ne? Manchmal ist es ja so, dass man diese Situation den Herzensmenschen auf den Podest stellt und dann ständig nur auf diesen einen Menschen schaut und dabei aber auch andere schöne Dinge im Leben verpasst. Und deswegen würde ich jetzt einfach raten, bleib in dieser Sache ganz neutral. Wenn du auf deinen Herzensmenschen warten möchtest, ja, wenn du das Gefühl hast, ich muss da jetzt noch warten, dann warte auf deinen Herzensmenschen. Wenn dir dein Gefühl aber sagt, das wird eh nichts mehr, lass einfach weitergehen, dann mache das auch, ne? Und du wirst ja dann sehen, was sich daraus entwickelt, ob dann dein Herzensmensch nochmal kommt oder nicht, und dann kannst du ja immer noch entscheiden. Also ich würde da immer so eine neutrale Position nehmen. Stell die Situation mit deinem Herzensmenschen nicht auf ein Podest und nicht in den Vordergrund, sondern nehme und akzeptiere die Situation jetzt so gerade, wie sie ist mit deinem Herzensmenschen, weil ändern kannst du eh nichts daran, und da scheint gerade hier so richtig schön die Sonne rein. Ne? Also das heißt, bring Licht da in das Dunkle, guck dir nochmal die Situation an, wie das war, guck da nochmal rein und verzeih dir natürlich auch deine eigenen Entscheidungen und Fehler, die du auch hier gemacht hast, ja, in Hinsicht deines Gegenübers. Weil manchmal ist es auch so, dass man denkt, dass man denkt, man ist selber schuld an dieser Sache oder so. Da geht es auch darum, wenn du einen Fehler gemacht hast, verzeih den dir. Denn das ist hier ganz, ganz wichtig, um weiterzukommen. Ja, viele Menschen haben auch ungelöste Themen noch, ungelöste Blockaden, Verlustängste, die man sich natürlich hier auch anschauen soll. Aber ich mache heute diesen Wegweiser nur ganz kurz und möchte einfach nur so einen kleinen Rat geben. Wenn du dich schon in einer ganz langen Warteposition mit deinem Gegenüber befindest und du hast das Gefühl, dich davon jetzt endlich mal zu verabschieden, weil eh nichts mehr kommt, dann mach das natürlich auch. Verabschiede dich erstmal von dieser Situation. Du musst ja das nicht ewig verabschieden, ja? Lass die Situation und den Zustand, wie es gerade ist, jetzt erstmal sein und so, wie es ist, weil du kannst es nicht verändern. Ja, du kannst nur hoffen, dass vielleicht doch mal irgendwann wiederkommt. Aber ich würde raten, leb dein Leben jetzt weiter. Wenn du dir es so sehr wünschst, einen Menschen, der dich von ganzem Herzen liebt, auf Händen trägt, der immer für dich da ist, der treu ist, wenn du dir so einen Menschen liebst, dann würde ich dir auch im nächsten Tipp raten, nimm dir mal einen Zettel und schreib dir auf, wie sollte überhaupt eine funktionierende Beziehung für dich sein, wie sollte der Mensch sein, wie sollte der Mensch aussehen, welche Eigenschaften sollte der Mensch haben, welche Träume solltet ihr vielleicht zusammen haben? Ja, wo möchtet ihr vielleicht auch zusammen im Leben hin? Und all diese Themen. Ich lade dich also heute mal dazu ein, träume mal von diesem Menschen, der wirklich der Mensch für dich wäre, der wirklich super und perfekt zu dir passt. Ich weiß natürlich, dass kein Mensch perfekt ist, aber es ist trotzdem jeder Mensch perfekt auf seine Art und Weise. Ja, es gibt sozusagen keine perfekten Menschen, es gibt auch keine perfekte Beziehung, weil in einer Beziehung kann es immer mal vorkommen, dass man gute Seiten hat, dass man nicht so gute Seiten hat, aber im Endeffekt ist es wichtig, dass man immer wieder zusammenhält.
Aber wenn du schon so lange auf einen Menschen wartest, von dem eh nichts zurückkommt, dann lass es einfach sein, so wie es ist. Und konzentriere dich wirklich wieder auf die positiven Dinge deines Lebens. Ja, deswegen lade ich dich heute ein, dazu mal zu träumen, über deine Wünsche, über deine Sehnsüchte einfach mal zu träumen. Weil damit, dass du das schon aufschreibst, wie ein Mensch sein soll, ja, wie welchen Mensch du vielleicht auch begegnen möchtest in deinem Leben, damit ziehst du diesen Menschen schon in dein Leben rein. Ja, du manifestierst dir diesen Menschen schon. Und wenn du auch noch so schön das Gefühl und diese Träume und das, ja, dass man das schon so greifen kann, wenn du das noch so mit reinlegst, dann geht das Ganze um so schneller. Ja, und du wirst erstaunt sein, was dir alles im Leben dann begegnen wird in der nächsten Zeit. Also, träume mal, nimm dir einen Zettel und einen Stift, nimm dir einen ruhigen Moment, mach dir eine schöne Musik an und dann träume einfach mal den Menschen, den du wirklich in deinem Leben haben möchtest und lasse die Situation los, die dich gerade so belastet. Manchmal stecken wir so viel Liebe in den Menschen und kriegen dafür aber auch nie was zurück oder so. Und warum sollten wir nicht auch mal die Liebe in uns selbst stecken? Warum sollten wir nicht auch mal die Liebe ja, in die Menschen stecken, die wirklich für uns da sind, die uns wirklich auch mit am Herzen liegen. Ja, manchmal tun wir vergebens irgendwelche Gefühle in einem Menschen stecken, der das sowieso nicht anerkennt, ja, der das sowieso nicht möchte. Natürlich ist es auch manchmal wichtig, und ich weiß, wie schwer das ist, wenn man einen Menschen von ganzem Herzen liebt, diesen Menschen versuchen loszulassen. Aber wir lassen ja nicht den Menschen los, sondern wir lassen ja die jetzige Situation los und sein so, wie sie ist und machen ganz einfach weiter. Ja, weil es bringt nichts, stehen zu bleiben, ewig da zu warten und dann kommt im Endeffekt überhaupt nichts. Ne? Also warum dann nicht weitergehen? Warum sollen wir nicht auch mal die schönen Möglichkeiten nutzen, die das Leben für uns weiter bereithält? Ne? Und das ist das. Das vergessen wir immer. Wir bleiben dann stehen, wir warten, wir verpassen all die schönen Momente, all das schöne Leben. Ja, und irgendwann ist alles irgendwann mal zu Ende. Ne? Und dann schauen wir aufs Leben zurück und sagen, ich habe so lange auf einen Menschen gewartet, warum habe ich nicht einfach mal gelebt? Ja, das war es auch schon von meinem Wegweiser mit dem Warten. Ne? Also warte nicht ewig, hör auf dein Bauchgefühl, mach weiter und träume mal. Ciao, eure Freya.